HR Info. Klartext. Mit Metin Fakurola am Mikrofon und mit folgenden Themen. Den Islamischen Staat bekämpfen oder ihn gewähren lassen gegen das Regime in Syrien. Ein US-Dokument sah 2012 eine strategische Chance, um Assad zu stürzen. Dazu die emsigen Rekrutierungsbemühungen des IS in Bosnien und im Kosovo. Und die jesidische Hoffnung, eine in Deutschland geborene Politikerin, zieht in das türkische Parlament ein. Wir porträtieren sie. Ein Monster geht um im Nahen Osten, der Islamische Staat, mit aller Brutalität und Bestialität, die man sich nur vorstellen kann. Er hat weite Teile des Iraks und Syriens unter seiner Kontrolle, will sich aber nicht auf diese Regionen beschränken, sondern weiter auf der Welt expandieren. In Afrika und in Asien und viele islamistische Terrororganisationen haben sich dem Islamischen Staat untergeordnet, zuletzt die in Nigeria bekannte Boko Haram, die sich jetzt Islamischer Staat Westafrika nennt. Es gibt diese Terrorgruppierung Islamischer Staat eigentlich schon seit 2003, aber sie ist erst im Jahr 2013 und 14 richtig groß geworden und hat viele militärische Erfolge gefeiert, bis hin eben zur Ausrufung eines eigenen Staates. Doch wie konnte es dazu kommen? Es gibt zahlreiche Berichte und Analysen über die Entstehung des Islamischen Staates, wer ihn unterstützt, woher die vielen modernen Waffen kommen, welche Rolle die USA dabei spielen. In diesem Zusammenhang ist jetzt ein US-Geheimdienstpapier an die Öffentlichkeit gelangt. Dort wird der Islamische Staat bereits 2012 ausführlich thematisiert. Es stammt vom US-Geheimdienst DIA. Wir haben unseren Korrespondenten in Washington, Rolf Büllmann, gebeten, uns zu schildern, was in dem Papier steht und wie das Papier in den USA eingeordnet und diskutiert wird. 7 Seiten umfasst das DIA-Dokument, fast die Hälfte davon ist unkenntlich gemacht aus Geheimhaltungsgründen. Das Papier ist datiert auf den 12. August 2012 und beginnt mit der Feststellung, dass es nur zur Information dient und noch nicht abschließend bewertet wurde. Unter dem Punkt Allgemeine Situation stehen folgende Sätze. Die Salafisten, die Muslimbruderschaft und Al-Qaida im Irak sind die treibenden Kräfte des Aufstandes in Syrien. Der Westen, die Golfstaaten und die Türkei unterstützen die Opposition, während Russland, China und Iran das Regime unterstützen. Daraus meinen manche Beobachter lesen zu können, dass der Westen damals die Vorläufer des IS unterstützt habe. Doch tatsächlich unterscheiden die Geheimdienstler in ihrem Bericht zwischen der Opposition, damit ist die sogenannte Freie Syrische Armee gemeint, und den Aufständischen, den militanten Islamisten also. Am Ende des Papiers wird dann auch vor den so wörtlich dire consequences gewarnt, die sich ergeben könnten, vor den schlimmen Konsequenzen also, nämlich davor, dass ein islamischer Staat entstehen könnte in Teilen des Irak und Syriens. Das Papier ist nun seit einigen Wochen öffentlich zugänglich, hat aber in den USA für keinerlei Aufregung gesorgt, möglicherweise, weil es ein Problem beleuchtet, das schon seit Monaten immer wieder diskutiert wird, dass es nämlich für die USA sehr schwierig war und weiterhin ist, vertrauenswürdige lokale Partner im Kampf gegen den Islamismus in dieser Region zu finden. Soweit also der Bericht unseres Korrespondenten aus Washington über das neu bekannt gewordene US-Geheimdienstdokument zum Islamischen Staat. Am Telefon zugeschaltet aus Basel ist uns jetzt der Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser. Herr Ganser, zunächst einmal, wir haben gerade gehört, in den USA ist das Papier kaum beachtet worden. Wie ernst muss man es nehmen? Wie bewerten Sie es? Ja, das ist tatsächlich ein sehr brisantes Dokument. Ich denke, man muss es ernst nehmen. Es stammt aus dem August 2012, ist also jetzt etwa 3 Jahre alt. Und damals wurde es verfasst vom Defense Intelligence Agency, DIA. Das ist also der amerikanische Militärgeheimdienst, sozusagen der Geheimdienst des Pentagons. Und in diesem Dokument sagt die Defense Intelligence Agency eben, dass ein IS entstehen könnte und dass das eine Chance sein könnte, um Assad zu isolieren. Also es heißt konkret, if the situation unravels, there is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria, and this is exactly what the supporting powers to the opposition want. Muss ich das übersetzen? Im Dokument heißt es explizit, da entsteht die Möglichkeit, dass man Salafist Principality, das ist eigentlich ein Fürstentum, ein salafistisches Fürstentum, das würden wir heute mit Terrorstaat IS bezeichnen, dass das entstehen kann in Syrien. Und dann ist eben dieser wirklich absolut, also für viele Leute schockierende Satz, and this is exactly what the supporting powers to the opposition want. Das ist exakt das, was die Gegner von Assad wollen. Und weiter vorne im Dokument heißt es,
die Gegner von Assad, das ist ganz klar, das sind, ich zitiere wieder, the West, Gulf countries and Turkey, they support the opposition, while Russia, China and Iran support the regime. Also der Westen, das sind also die NATO-Länder, die USA, sagen wir, und Großbritannien, die unterstützen die Gegner von Assad, sie wollen ihn stürzen. Und das ist natürlich, das ist sehr explosiv, das Dokument, das muss man so sagen. Wenn ich Sie richtig verstehe, die USA haben wissentlich hingenommen diesen islamischen Staat und haben nichts gegen ihn unternommen. Ja, es ist ein doppeltes Spiel, man muss es so sagen, weil in diesem Dokument steht eben sehr explizit, dass der Westen, also die USA, zusammen mit Saudi-Arabien, Katar und der Türkei, Assad in Syrien stürzen möchten. Also das ist ja bekannt. Man kennt hierzu verschiedene Berichte und das ist auch völlig unbestritten. Aber wie Sie richtig sagen, kommt jetzt eben diese neue Dimension rein, dass eigentlich das, was wir in den Medien sozusagen als Überraschung, wie als Fehlentwicklung präsentiert bekommen haben, nämlich dieser wahhabitische Islam, das ist der sehr intolerante Islam, den wir auch aus Saudi-Arabien kennen, mit Enthauptungen, mit Nulltoleranz gegenüber anderen Religionen, dass dieser wahhabitische Islam eben gefördert wurde, weil man gesagt hat, dieser wahhabitische Islam, diese Terrormiliz IS, die kann uns nützen, um Assad zu stürzen. Der Islamische Staat, um das noch einmal vor Augen zu führen, verübt Massaker, begeht Völkermord an Minderheiten, wie zum Beispiel an den Jesiden oder Kurden, tötet willkürlich die als zu liberal geltenden Aleviten in Syrien, enthauptet Menschen, tötet Andersgläubige oder Homosexuelle. Wie kann das sein? Ist die Strategie, Assad zu stürzen, ein Zweck, der alle Mittel heiligt? Also aus meiner Sicht natürlich nicht. Man dürfte nicht sozusagen die radikalsten, ja, man muss schon fast sagen, Irren mit Waffen unterstützen, nur um seinen Gegner zu schwächen. Aber es gibt eben in Pentagon, in den USA, in den Geheimdiensten, gibt es diese etwas verrückte Regel, die sagt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also um das ein bisschen auszudeutschen, die Amerikaner sind jetzt nicht Freunde des IS. Es gibt keine Begeisterung im Geheimdienst in den USA für die IS, weil jetzt sozusagen der CIA plötzlich den wahhabitischen Islam toll findet. Das ist nicht der Fall, das dürfte man nicht unterstellen. Aber es gibt diese, ich muss sagen, eigentlich pathologische Einstellung, dass man sagt, ja gut, diese Massenmörder können wir gut gebrauchen, weil die können wir kontrollieren und die werden wir jetzt sozusagen in Richtung Assad lenken und dann wird er große Probleme bekommen. Und das ist eigentlich ein absoluter Kontrast zu der öffentlichen Kommunikation von Obama. Vielleicht erinnern Sie sich, am 11. September 2014 ist Obama in den USA ins Fernsehen getreten und ich zitiere kurz, hat gesagt, auf barbarische Weise haben sie, also der Islamische Staat, zwei amerikanische Journalisten enthauptet. Der IS stellt eine Gefahr für die Menschen im Irak und in Syrien dar. Wenn wir ihnen nicht entgegentreten, werden diese Terroristen die gesamte Region und auch die USA bedrohen. Das ist das, was Obama gesagt hat, nachdem diese Videos aufgetreten sind, wo eben James Foley, ein Amerikaner, vermutlich enthauptet wurde. Und das war 2014, so der Moment, September 2014, als der IS überhaupt aufgetreten ist in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Vorher hat man den gar nicht wahrgenommen. Und jetzt sind eigentlich diese Dokumente aus dem 2012, also von 2 Jahre vorher, die belegen eigentlich, dass es wie zwei Gruppen in den USA gibt. Einerseits die Defense Intelligence Agency, die eben sagt, das ist ja noch praktisch, diese verrückten wahhabitischen Sunniten, die könnten wir gut gebrauchen. Und auf der anderen Seite die öffentliche Kommunikation von Obama, die sagt, die sind sehr gefährlich, die müssen wir bekämpfen. Aber das ganz Entscheidende ist, dass dann Obama eigentlich im zweiten Satz sagt, wir werden IS-Terroristen aufspüren, wo immer sie sind, und wir werden auch nicht zögern, gegen IS in Syrien vorzugehen. Wenn jemand Amerika bedroht, wird er keinen sicheren Hafen finden. Im Kampf gegen IS können wir uns nicht auf das Assad-Regime verlassen, das sein eigenes Volk terrorisiert. Dieses Regime hat seine Legitimität verloren. Ende Zitat. Das ist September 2014. Und für mich dünkt jetzt hier eigentlich die Rhetorik von Barack Obama so, dass er den IS eben als Vorwand nimmt, um die Bombardierung von Syrien zu legitimieren, was dann wiederum bedeutet, durch diesen Trick können die USA darauf hinwirken, Assad zu stürzen. Und dann passt wieder alles zusammen. Dann kann man sagen, die Defense Intelligence Agency sagt,
Wir nehmen diese radikalen Menschen und versuchen damit Assad zu schädigen und können gleichzeitig auch noch die Bomben auf Syrien legitimieren. Also es ist ein ziemlich doppelzüngiges, ja, hinterhältiges Spiel. Aber warum? Wir haben in Syrien mittlerweile über 200.000 Tote. Die sogenannten Aufständischen kommen fast zum größten Teil aus dem Ausland, sind Tschetschenen, Nordafrikaner, Bosnier, Tunesier, das hat sich rumgesprochen. Es sind Salafisten, Al-Qaida-Kämpfer, IS-Kämpfer. Ihrer Meinung nach wird Syrien dafür bestraft, dass es eine Allianz eingegangen ist mit dem Iran und mit Russland? Ja, meiner Meinung nach ist das so, weil im Defense Intelligence Dokument, das wir eben besprechen, steht auch ganz klar, diejenigen, die Assad unterstützen, das ist ganz klar der Iran, das ist Russland und China. Und geostrategisch ist es eben so, dass die USA hier nur unterscheiden, gehört er zu unserem Lager, zum NATO-Lager oder gehört er zum Feindeslager. Und Assad hat mit dem Iran Verträge abgeschlossen, dass man Pipelines bauen wird über den aus dem Iran heraus durch den Irak und dann nach Syrien bis ans Mittelmeer. Und diese Verträge hätten auch gern die Saudis gehabt, hätten auch gern die Kataris gehabt. Und die USA haben sich jetzt auf die Seite der Saudis geschlagen und sagen, wir unterstützen die Sunniten in diesem Kampf und wir sind gegen den Iran, wir sind gegen die Russen. Und das heißt, dieses Netzwerk hier zeigt ganz klar, USA, Saudi-Arabien auf der einen Seite, und eigentlich Russland und Iran auf der anderen Seite. Die Iraner und die Russen wollen Assad an der Macht halten und vielleicht werden die gewinnen. Es ist ja überhaupt nicht klar, wer gewinnen wird. Herr Ganser, die Unterstützung der Salafisten und Islamisten in Syrien und im Irak, ist das vergleichbar mit der Unterstützung der Islamisten durch die USA und ihre Verbündeten im Afghanistan-Konflikt der 70er und 80er Jahre? Absolut. Damals hat der CIA, der amerikanische Geheimdienst, die Mujahedin aufgebaut in Afghanistan. Der bekannteste eben war Osama bin Laden und die ganze Al-Qaida-Netzwerke, um damals die Sowjetunion in Afghanistan in einen Krieg zu verwickeln und ihnen sozusagen der Sowjetunion ein Vietnam, eine Niederlage herbeizuführen. Das hat damals geklappt. Es gab natürlich Tausende von Toten, das war ein Riesenverbrechen. Aber man sieht einfach dieses Muster, dass man eigentlich sehr radikale Muslime nutzt, also dass der amerikanische Geheimdienst dieses Verhalten noch weiterhin verfolgt, dass er sagt, diese verrückten Gotteskämpfer, die können nützlich sein für uns, um Regime zu stürzen, die wir nicht mögen, in diesem Falle Assad in Syrien. Das ist absolut vergleichbar und hier mache ich mir einfach Sorgen, weil es gibt natürlich diese öffentliche Kommunikation, in der man sagt, wir versuchen eigentlich eine friedlichere Welt zu bekommen. Wir strengen uns alle dafür an. Und im Hintergrund spielen die Geheimdienste ein sehr unschönes Spiel, wo man nämlich absichtlich radikale junge Männer unterstützt. Und die verstehen das Spiel gar nicht. Das heißt, die Leute von Al-Qaida, die eben in den 80er Jahren in Afghanistan unterstützt wurden durch das CIA, die bekamen ja Waffen, die bekamen Training. Und man hat ihnen einfach gesagt, er schießt die Sowjets und dann ist das eine prima Sache. Die hatten ihre eigene Ideologie, oder? Die haben eine Zeit lang mit dem CIA zusammengearbeitet. Aber später sind ja dann sozusagen nicht einfach friedlich zum meditierenden Yogi geworden, sondern sie waren weiterhin gewalttätig. Und ich finde es völlig falsch, dass die USA gewalttätige Muslime unterstützt, weil wir sagen ja weltweit oder auch in der ganzen Diskussion um den Terrorismus ist es klar, dass gerade dieses Unterstützen der militanten Islamisten ein Fehler ist. Man muss ja auch beobachten, dass dann Brzezinski, der Sicherheitsberater von Präsident Carter in den 70er Jahren später gesagt hat, das sei eine super Idee gewesen, dass man die Mujahedin, also die Al-Qaida in Afghanistan unterstützt hat. Und dann sagt der Interviewpartner, sagt ihm dann, aber das hat ja Tausende von Toten gefordert und jetzt haben wir diese radikalisierten Muslime, die uns sehr viele Probleme bemachen. Und dann sagt Brzezinski, you know, these are some steered up Muslims, oder? Er sagt wirklich, einige aufgescheuchte Muslime ist doch kein Problem. Das Wesentliche ist, dass die Sowjetunion derart geschwächt hat, dass sie danach zusammengestürzt ist. Das heißt, Carter, sein Sicherheitsberater Brzezinski, argumentiert hier
mit geostrategischen Überlegungen. Er sagt, das Ziel vom Afghanistan-Krieg war halt, die Sowjetunion zu schwächen und zum Zusammensturz zu bringen. Und dafür darf man auch sozusagen radikale Muslime unterstützen. Und ich glaube, das gleiche Denken gibt es weiterhin im Pentagon, dass man sozusagen sagt, um das Öl und das Gas im Nahen Osten zu kontrollieren, können wir radikale Gruppen unterstützen. Und ich finde, das ist völlig falsch. Ich denke, wir sollten Richtung Energiewende gehen und wir sollten uns auch nicht dauernd anlügen, weil das ist ja ein doppelbödiges Spiel ohne Grenzen. Wenn das die Leute herausfinden, dann werden sie, ich sage mal, noch verdrossener. Sie sagen dann, jetzt glaube ich den Politikern dann aber gar nichts mehr, wenn jetzt auch der Obama sozusagen im Geheimen die Extremisten aus den muslimischen Ländern unterstützt und öffentlich am Fernsehen sagt, ich bekämpfe diese Extremisten. Ja, dann rutscht er in diese Kategorie von Bush, wo man schon weiß, er hat gelogen mit den ABC-Waffen im Irak. Und ja, das ist eine traurige Geschichte eigentlich, sehr traurig. Jetzt haben wir ja in Europa auch schon inzwischen ein großes Problem mit Flüchtlingen. Immer mehr wollen ja nach Europa kommen. Ein Grund ist eben auch so ein Krieg wie in Syrien oder im Irak. Also schneiden wir uns da mit ins eigene Fleisch mit dieser Art von Politik. Wir sind ja Verbündete der USA. Ja, das ist so. Wir schneiden uns ins eigene Fleisch. Es ist im Irak so, dass der Angriff der USA auf den Irak im 2003 von England und den USA gestartet wurde. Die Geschichte mit den ABC-Waffen war eine Lüge. Wir haben seither 1 Million Tote in diesem Krieg. Das muss man sich mal vor Augen führen. Der Krieg ist nicht vorbei. Irak ist weiterhin ein Schlachtfeld. Instabilität, Chaos. Es ist völlig verständlich, dass die Leute dort weg wollen, dass sie fliehen, wenn sie können. 1 Million Tote ist eben auch nicht eine Kleinigkeit. Dann haben wir 2011 die Bombardierung von Libyen. Seither ist dort auch Chaos. Es ist eben ein absoluter Irrsinn, dass man glaubt, man kann in ein Land hingehen und einen Saddam Hussein oder einen Gaddafi wegbomben und dann entsteht eine blühende Demokratie. So funktioniert das ja nicht. Sonst könnten wir ja auf die Schnelle überall Demokratien herzaubern. Und ich glaube auch, dass diese Geschichte von wir bomben jetzt eine Demokratie in Libyen hin, dass die gar nicht stimmt, sondern dass man eigentlich immer wieder Zugriff nimmt auf Erdöl und Erdgas. Das wäre also eigentlich in einer Ressource Kriegsspirale drinstecken, aber wir mögen nicht offen darüber sprechen und sehen dann am Schluss einfach die Flüchtlingsströme und fragen uns noch, was wollen denn die hier, oder? Das ist so die Stimmung und da müsste man schon eigentlich anschauen, wie viele Länder eigentlich durch die NATO in der letzten Zeit bombardiert wurden, man muss auch Afghanistan dazu zählen und in was für einem schrecklichen Zustand diese Länder jetzt sind, denn wenn wir das im Kopf mal umdrehen würden und sagen, 2011 hat Libyen Frankreich bombardiert, 30.000 Tote. Oder 2003 hat der Irak die USA bombardiert, 1 Million Tote. Oder afghanische Soldaten patrouillieren jetzt durch Berlin. Dann fänden wir das alles extrem irritierend. Aber das Gegenteil, das heißt, wenn NATO-Länder sozusagen in diesen anderen Ländern aktiv sind, dann denken wir immer, ja, musste man wohl machen, da gibt es irgendein Diktat oder irgendwelche Massenvernichtungswaffen. Ich kenne auch nicht genau den Unterschied, Schiiten, Sunniten. Und man versinkt immer so im Wirrwarr. Aber der Westen hat eine Verantwortung an dieser Flüchtlingskatastrophe. Das ist leider so. Das war ein Gespräch mit dem Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganzer. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank.